pappy and her sisters too, all day long just to making homebrew. Sunshine, moonshine, oh so bright, I'm gonna see my honey tonight. Well, the sunshine, moonshine up on her hill, she's not good looking but a lover still. Ja, und was glauben Sie, dass Partner so machen? Sie gehen auf Freizeitlager. Sie haben wahrscheinlich wöchentlich einmal ein Treffen. Von welchen Altersklassen sind, glauben Sie, dass Pfadfinder sind? Ja, also wenn ich mich hier so umgucke, denke ich, gibt es verschiedene Altersklassen. Das beginnt bei Grundschulkindern und ich denke, es wird irgendwo mit Ende der Schulzeit aufhören, mit 18, 19 Jahren. Und ich denke, dass die Pfadfinder leider sicher auch älter sind. Hallo, wir sind die Hüpfis. Wir sind zwischen 11 und 14 Jahre alt. Wir machen coole Spiele. Kommt vorbei! Was glauben Sie, dass Pfadfinder machen? Was Pfadfinder machen? Zelten, campen, Kekse backen, Kekse verkaufen. Ich denke mal, eigentlich alles nur Sinnvolles sein. Halt. Bloß kein Blödsinn. Jetzt! Nee, jetzt! Also, Eva! Wir sind näher ran, dass du sagst, Eva! 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 Pfadfinder weiß ich von meinem Cousin, der ist schon seit Jahren ein Pfadfinder. Und bei denen läuft es meist so ab, dass sie nur irgendwelche Camps gehen, mit anderen Pfadfindergruppen sich treffen. Sich kirchlich tun die, glaube ich, sich sogar engagieren. Forschen, experimentieren. Und, ich würde sagen, ihr, oder? Ich habe auf jeden Fall ein gutes Bild. Also ich habe ja nicht nur einen Cousin, meine ganzen Cousins sind bei den Pfadfindern und ich fand es immer recht spannend, was die gemacht haben. Und vor allem der soziale Kontakt, finde ich, spielt eine ganz große Rolle bei den Pfadfindern, was ich mitbekommen habe. Vor allem sind die Kinder dann mal draußen, finde ich ganz toll. Nicht nur vom Computer. PC, genau. Okay, dann war's. Super, danke. Ich weiß, es gibt christliche Pfadfinder und auch andere, auch nicht christliche Pfadfinder. Und das ist ein Verband von Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit treffen und die ihre Freizeit gemeinsam gestalten. Ja, genau. Zusammenhalt in der Gruppe lernen. Du warst Pfadfinder. Forever shall I